Hallo und herzlich willkommen zu diesem FastTrack How-To Video. Heute zeige ich dir, wie du die Automatikfunktion einstellen und zuweisen kannst. Lass uns einen Blick darauf werfen. Automatikfunktionen können programmiert werden, um eine Funktion basierend auf einer anderen voreingestellten Traktorfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Um zu den Automatikfunktionen Einstellungen zu gelangen, gehe zuerst auf die Hauptseite der Traktoreinstellung und wähle dann das gelbe Schaltersymbol. Die Front- und Hecktabwelle können über die Hübwerkshöheneinstellung gestoppt und gestartet werden. Wähle die gewünschte Höhe und klicke dann auf Speichern. Schalte die Zapfwelle über den Hauptschalter ein und betätige das Hubwerk. Die Zapfwelle stoppt und startet, wie auf dem Bildschirm zu sehen ist. Der Allrad und die Differentialsperre können über die folgende Funktion ein- und ausgeschaltet werden: Geschwindigkeit und Lenkeinschlag. Um eines dieser Funktionen einzustellen, wähle das Symbol aus und verwende die Plus- oder Minus-Taste, dann klicke wiederum auf Speichern. In diesem Beispiel wird der Allradantrieb bei einem Lenkeinschlag von 20% ausgeschaltet. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen sowohl der Allradantrieb als auch die Autotaste an der B-Säule ausgewählt werden. Die Benutzereinstellungen für die Allradlenkung ermöglichen eine automatische Umstellung der Lenkung, die entweder auf einem externen Schalter, dem Front- oder Heckkraftheber, der Geschwindigkeit oder dem Lenkeinschlag basiert. Um zum Beispiel eine Hubwerkshöhe einzustellen, wähle das Symbol für das Heckhubwerk aus, verwende dann die Plus- oder Minus-Taste, um eine Höhe einzustellen und klicke wiederum auf Speichern. Wenn nun im benutzerdefinierten Modus der Vierradlenkung das Hubwerk auf den eingestellten Punkt abgesenkt wird, arbeitet die Maschine mit Zweiradlenkung. Wenn das Hubwerk über die eingestellte Höhe angehoben wird, kehrt es zur Vierradlenkung zurück. Die zweite Einstellung der Lenkfunktion ist für das GPS. Wenn das GPS-Lenksystem mit einer der Joystick-Tasten aktiviert wird, schaltet der Traktor automatisch auf Zweiradlenkung um. Wenn das Lenksystem ausgeschaltet wird, kehrt die Lenkung wieder auf Vierradlenkung zurück. Danke, dass du dir dieses FastTrack How-To-Video angesehen hast. Bitte denke daran, dass du für weitere Details immer in deiner Bedienungsanleitung nachlesen solltest. Schau das nächste Mal wieder vorbei für ein weiteres FastTrack How-To-Video.